Zeit. Schön, dass Soli da seid. Wir sind zu Fuß von Schreibster hergegangen. Am Anfang waren Michael und der Wilfried noch mit dabei. Dann sind wir immer mehr geworden. Heute sind wir schon über 20 gewesen. Und es ist so eine unglaubliche Stimmung. Es wird immer stärker, wenn man geht, mit jedem Schritt mehr Kraft. Vor allem, wenn man dann Waldviertler-Schuhe auch noch tragen kann, dann macht das Gehen auch nur frei. Und wir haben uns gedacht, und das erzähle ich jetzt aus aktuellem Anlass, weil das für euch vielleicht spannend ist, weil es einiges über unseren Staat aussagt. Wir sind, bevor wir daherkommen, sind noch zur Finanzmarktaufsicht eingegangen beim Portier und haben gesagt, wir möchten euch herzlich zu dieser Kundgebung da einladen, weil es geht auch um euch. Woraufhin ein Sicherheitsbeamter gekommen ist und hat gesagt, nehmen Sie diesen Stock weg, das ist eine Terrorwaffe. Woraufhin ich gesagt habe, das ist ein Wanderstock. Habe aber dann gleich einmal einen Freund gebeten, dass er mit dem Stock rausgeht. Sie haben dann die WEGA angerufen, das ist die Antiterrorbehörde. Das ist jetzt nicht die normale Polizei, das ist die Norwegen Wüdere Polizei. Und da ganz hinten, kurz vor dem Parlament, haben sie uns alle aufgehalten. Es waren ca. 20 WEGA-Beamte, haben unsere Personaldaten aufgenommen und haben gesagt, sie sind auf einen Antiterror-Einsatz wegen meinem Wanderstock. Und das ist unglaublich. In welchem Staat leben wir? Ich habe mir die Frage gestellt, ob es nächstes Jahr am 6. Dezember alle Nikolaise wegen Antiterror-Kommando verhaften werden. So, mittlerweile steht